Also ich glaube, mit allen Charakteren geht das außer mit dem Zauberer. Der Zauberer muss halt viel zeichnen, das finde ich irgendwie... Ja, vor allen Dingen muss er viel anvisieren. Moment, ich bin zu doof, um hier rüber zu kommen. Warum rutsche ich da immer ab? Was ist soll denn das? Hilfe! Guck mal, Lumi zu. Ja, ich mach aus, Benny. Ich mach aus. Ich guck Lumi zu, das ist viel interessanter. Bin ich dann da. So. Ich kann selber mir aufmachen. Tja, Lumi, nutz deine Zauberfähigkeiten. Leichteste Übung für dich. Ja, ja. Oh, was ist denn hier? Huch, wie redet, liest man da? Danke für das Medaillon, Rosie. Was für einen Spaß wir hatten. Lass uns das nächste Jahr wieder machen. Herzlichen Glückwunsch, Liebe. Hier fliegen überall Briefe von diesen Frauen herauf. Ich glaube nicht, dass wir immer noch nach Blumen suchen. Ich bin unten. Und oben. Portal for real. Oh nein, das ist mir viel zu kompliziert heute. Warum habe ich gesagt, ich spiele mit? Ah. Nee. Du kannst, glaube ich, nicht, weil du das nicht rechtzeitig hochkommst. Du kannst nur darüber und dann geht es aber runter und... Ah, dann musst du zurück. Ah. Aha. Ich hab's geschafft. Ein Sprungrätsel. I see. Aber es reicht doch so, wenn er nach oben ist, oder? Warum kann ich das nicht benutzen? Müssen wir da hoch? Bin ich zu bescheuert, oder? Du musst mal E drücken, wie wäre das? E gibt's bei mir nicht, ich hab B gedrückt. So, also wo ist denn das hin? Das ist so ein bisschen die Frage. Wie kommt man denn jetzt da hoch? Irgendwo muss noch ein zweiter übrigens sein. Ja, zum... da, Danny. Nee, irgendwo muss ein zweiter für zum Bewegen des anderen Spiegels sein, meinte ich. Vergessen. Soll ich das? Okay, das kann ich nur bis dahin bewegen. Aber ich kann so wieder hoch bewegen, wo ich nichts mehr sehe. Keine Ahnung, was da ist. So, das meintet ihr mit Sprungrätsel. Also so rätselhaft war das jetzt auch wieder nicht. Ja, ja, das... Ah, guck mal. Wie wär's, wenn du den Spiegel da nach unten tust? Wo unten? Hey, warum geht denn jetzt das Ding da auf? Weil sie das dagegen haut, da... Aber ernsthaft, wo soll ich denn den Spiegel hin tun? Kann ich da hin tun? Ja, tust doch. Aber wofür? Doch. Wow. Nee. Top, Lumi. Benny. Tu die Kiste da hin, genau. Halten. Und wo soll der Spiegel hin? Also wirklich, wo soll der Spiegel hin? Kannst du so machen, dass man ständig reinfällt? Kannst du nicht. Aber bringt uns das was? Nee, warte mal, du machst es. Lass mich mal. Du hast eine Idee? Und dann? Ja. Wir wollen doch darüber, oder? Oder? Ja. Kannst du halt zwei aufeinander tun. Da halte ich das Ding da drüben und ihr geht rüber. So. Und jetzt? Und was haben wir jetzt davon? Jetzt springt der Felix unten rein. Kommt er da nicht oben raus irgendwie? Der kommt nicht unten rein. Das ist viel zu hoch. Warte mal. Jetzt? Au! Ja, Benny, das war eine klasse Benny. Aktion. Ich fand das eine super Aktion. Danke. Wie ich mich trotzdem dafür bedanke. Aber du bist halt ein vorbildlicher Mensch. Huch, ich fall hier noch. Also wir sind drüben, aber... Jetzt bring dich einfach um, Lumi. Nein, ich komm nach. Nein! Oh shit, ich hab mich umgebracht. Okay, ich bin da. Die Blocke für euch! That's my job. Und ich werde blockiert. Wo war's das noch mehr? Au, aua. Ja, ich auch. Bin auch tot. Ungünstig. Ja, warte. Also ich belebe mich selber wieder. Passt schon. Ja, so geht's auch. Moment, ich war tot. Nein, doch nicht. Okay, ja, das ist irgendwie so ranbappen. Nein! Oder? Ich hol dich. Wir bräuchten vor allem hier den Zauberer zwingend. Ja, dann holt mich mal. Oh. Der Stream dazu. Aber pass auf. Ja. Pass auf. Das Streamlabs nicht an? Du meinst den Chatbot oder was? Nee, ich hab immer die Website noch an, damit ich die Alerts sehen. Du hast die Website an, damit du die Alerts siehst? Hallihallo Matze!
Herzlich willkommen. Achso, Lumi, hast du es eigentlich umgesetzt, worüber wir geredet haben jetzt schon, oder? Ja, hab ich. Lumi setzt einfach mal, Benny geht da weg und Lumi setzt einfach mal ein paar Blöcke hin. Gute Blöcke. Was wollt ihr damit? Wir kommen ja nicht hoch. Ach doch, wir kommen ja hoch. Ah, never mind. Ich dachte, wir kommen ja nicht hoch, ohne dich. Das ist halt nur ein bisschen doof. Du kommst auch da hoch. Geil. Deswegen ist es ja verhältnismäßig ruhig, Ben. Hast du es nicht gemerkt? Ich wollte es nur wissen. Ui. Ja, dann mache ich das auch. Ui. Tja, da wo mehr Leute draufstehen, ne? Aber ich habe mir meine Birne gerammelt. Wir müssen vielleicht so wissen. Es geht jetzt nach Gewicht. Ich bin oben. Reicht doch. Kannst du Sachen drauflegen? Das ist auch eine Option, ja. Wo ist ja ein Checkpoint, den habe ich noch gar nicht aktiviert. Mach hier mal eine Kiste auf, wir brauchten hier hochkommen, hier ist bloß eine Kiste. Oh, hier ist eh zum... Oh, nice. Ein Sammlergemälde. Auch dich, glaube ich, hier oben. Na dann, ich kann doch jetzt hoch. Nee, kann ich nicht. Ich bin einfach hin und her gesprungen. Ich kann leider wie geht's dir, ja nichts Matze? Was hast du... Was hast du heute gemacht? Stopp. Oder? Wie war dein Tag? Ach, hier. Ich fühle mich gerade ein bisschen wie so ein Hamster. Ich bin der Hamster am Hamsterrad. Was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Hochkommen, glaube ich, weil hier unten geht's nicht lang. Achso, Moment. Vielleicht müssen wir das andersrum machen. Du kannst übrigens einklemmen, ne? Wenn du hier unten mal mir eine lange Planke gibst, können wir das einklemmen, das Rad. Ich kann doch gar nicht. Ich bin aber noch unten. Okay, ich kann jetzt gar nicht unten raus. Jetzt ja, aber unten. Hier oben wäre noch so ein Gläschen. Ich komme da nicht hoch. Ohne Hilfe. Wie kommst du denn da nicht hoch? Weil ich euch immer das Ding festmache, damit du hochkommst. Wenn ich da runtergehe, würdest du nicht da hochkommen. Jetzt kann ich dir doch helfen von oben. Nee, du kannst du einfach mal hier mit hier drauf. Ja, du kannst dich natürlich auch so drehen, dass ich hier hoch. Noch ein Stück weiter? Geht das? Ein Stück weiter? Moment. Ansonsten oder wieder zurück. Ich hätte jetzt so mal eine Sekunde gewartet. So. Ich muss halt umgreifen. So. Und was soll ich jetzt hier oben machen? Wofür brauchst du mich hier jetzt? Da oben ist was. Da auf dem Rohr musst du auf das Rohr drauf. Achso, da. Alles klar. Guck mal, man kann das auch einfach wie so ein Laufrad andrehen. Hui! Ja, das habe ich auch gemacht. Deswegen habe ich ja gesagt, ich komme mir vor wie ein Hamster im Hamsterrad. Oh, aber das dreht ja dann nie weiter. Okay. Ich habe nichts gesagt. What the fuck? Ja, ne? Du musst das jetzt gut timen. Passt! Oder so? Ja, nee, da springe ich nicht. Ah! Das geht auch, du kannst einfach tragen. Kannst du, aber du kannst nicht komplett hinstellen, ne? Moment mal, kannst du das mit meinem Schild verkanten oder so? Ist das dann lang genug? Moment. Ihr macht das schon. Ja, nicht, wie weit ich darüber gehen kann. Moment. Ja, so. ja. Ah! Ah! Ich verbrenne. Alle Beete tot. Alle Beete tot, ja. Echt jetzt? Oder? Warte mal. Nee, wir müssen das vielleicht nicht runterschieben. Vielleicht müssen wir einfach. Wir müssen daraus eine Brücke bauen. Die kannst du doch gerade so auf Kant. Nein! Mach's dir doch nicht so schwer. Nimm doch die Dinger, die hier runterfallen, und setz die an die Seite. Dann kannst du doch damit eine Brücke. So ein bisschen. Weißt du, schon die Ansätze der Brücke bauen? Ich habe ja keinen Brückenpfeiler in der Mitte. Aber mir kommt mal eine andere. Du brauchst keinen Brückenpfeiler in der Mitte. Aua! Oder du nimmst einfach mehrere Planken und baust damit was. Hau dir einfach so einen Block nach dir. Das funktioniert nicht. Ich würde dir gerne mal sehen, wie du sowas wie Polybridge spielst, glaube ich. Warum springst du nicht einfach erstmal rüber? Dann machen wir es so wie eben. Also wirklich mal an Lumis Chat. Wärt ihr auch dafür, dass Lumi mal bei einem 12-Stunden-Stream dann den Polybridge bisschen spielt? Ich wär dafür. Ben, magst du mir jetzt helfen? Oder bist du wie soll ich denen helfen? So wie eben. Du kannst das, was ich hier machen will, auch mit denen machen, die da runterfallen. Ja, aber wie? Indem du die einfach hier hinsetzt und dann den Ding ins Quer draufpackst. Also du meinst, dass die so überlappen? Ja, dass die halt gerade so noch stabil stehen auf den Kanten. Das ist aber echt Arbeit, ne? Sonofell sagt ein bisschen, 10 Minuten würde das gern sehen. 10 Minuten würde das gern sehen? Ah, ich glaube, in 10 Minuten schafft Lumi kein Level.
Ey! Also immer dieses Vertrauen in meine Fähigkeit. Haben wir ein komplettes Level übersprungen quasi, oder zumindest ein komplettes Rätsel. Level, ich bin drüber gekommen. Du ja auch. Ja, aber das dazwischen haben wir nicht. Hier fehlt dir noch voll viel dazwischen, was wir gar nicht gesehen haben. Ups, da war ein Abgrund. Geht einfach zurück? Nee, kann ich nicht, weil da ein Abgrund ist. Hä? Ich bin gerade hab versucht zurückzugehen, kann ich nicht. Ist ein Abgrund. Doch, geh zurück. Komm her. Ich hol doch erstmal die Sachen, die hier oben sind. Ich guck gerade, ob noch irgendwas oben ist. Achso, da ist ja noch was. Ja, ich bin blind. Oh, guck mal, ich habe auch ein Level up. Nee, habe ich nicht. Aber ich habe ein Achievement bekommen. Ich hab eins. So, Benny, komm mit. Ja. Ganz langsam. Stopp. Ja. Bis hierhin kannst du. Und jetzt siehst du dort. Hey. Ah. Ja, sehr gut. Haben wir gut hingekriegt. Okay, aber jetzt habe ich zumindest ein Level gesehen. Lumi, mal kurz nach rechts. Ach, da. Das kann ich doch holen. Jetzt habe ich zumindest. Da noch Sachen zum Holen? Weiß ich nicht, ob da oben noch irgendwas ist. Da oben ist noch eine Flasche gewesen. Kannst du irgendwie nicht nehmen. Aber man kann doch draufspringen, oder? Ja, kann man, aber ich bin zu doof zum Springen. Mach mal. Ich kann hier ein Dings machen. Ah, jetzt! So. Nein! Hier zu spät. Das sah schön aus. Ja, da gibt's noch so ein Dings. Ist das noch was, ja? Ja. Ja, eine Flasche, da bin ich nie rangekommen. Ja, wir kommen. Ja, da komme ich alleine nicht hin. Ja, ich hab's geschafft. So, hier oben ist noch. Warte. Hab's. Ja, man kommt bis. Echt? Ihr habt's? Ja, na, mit einem Zauberer geht das halt easy. So, wir kommen jetzt zurück. Ja. Müssen wir hier irgendwie. Ich bin einfach. Eher nicht. Gesprungen und dann rüber im richtigen Moment. Ich würde auch sagen, das geht einfach. Du brauchst das Ding nicht. Du musst bloß ein bisschen Timing beweisen. Eben. Das ist natürlich eine Herausforderung. Und wenn du das falsche Timing hast, spring einfach nochmal raus und dann. Das ist halt echt blöd. Tja. Nein! Tju. Na gut, jetzt können wir auch zum Checkpoint gehen. Nein! Deswegen bin ich ja noch hier. Hier ist ein Dingens. Ah! Was ist denn los? Ganz toll. Ja, Lumi ist hier, ne? Lumi ist schuld. Lumi ist immer schuld. Ich bin tot. So, jetzt könnt ihr gucken, wer jetzt schuld ist. Oh. Ach, du stehst da dran. Ja, aber warum kann ich denn das hier nicht? Keine Ahnung, weil es verhakt ist oder so? Keine Ahnung. Warum hat denn den Spiegel überhaupt? Warum halte ich das Ding? Weiß ich noch nicht. Wofür wer spielt denn gerade da dran rum? Ich. Und warum habe ich das Ding da im Griffel? Keine Ahnung, weil das Spiel buggt. Weil ich wieder tot bin. Ich glaube, ich hol mir mal einen Saft. Du guckst nicht, wo du hinläufst, oder? Wer? Du! Wieso kann ich da nicht. Wieso fliegt denn alles? Ja, spring doch noch runter. Da war eine unsichtbare Mauer. Ich komm nicht von dem Ding los. Dann Benny, drück mal Escape und Return to Last Checkpoint. Achso, warte mal, ich hab verstanden, wozu man den braucht. Nee, Benny, können wir mal einfach kurz hin und her wechseln? Können wir auch machen. Und wieder zurück. Ja, hat geklappt. So, wofür brauchen wir steigt zuerst drauf? Achso, warte mal. Ich glaube, wir müssen erst hoch und dann darüber, wenn dann. Ja, aber dann müssen wir da durch, um da hoch zu können. Ja. Bleibt irgendjemand übrig? Nee, ihr müsst es machen, weil ich kann euch von der anderen Seite aus ein Dings machen, ein Brett. Na gut, dann komme ich halt wieder runter, ne? Dann lass los! Und geh rüber, hoch. Müsst wieder reinspringen. Du musst vielleicht ein bisschen weiter runter machen, weil da ist direkt die Decke. Geht nicht. Also ist egal, wie hoch ich das mache. Ich mach's hoch und runter gerade die ganze Zeit. Also wenn ich hier hingehe, Benny, kannst du sehen. Du musst in den anderen Spiegel wieder reinspringen, den linken. Ich steck in dem Spiegel fest. Geil. Ja, danke! Das geht nicht. Danke für nix. Ich kann hier nicht mehr durch. Ich bin grad gestorben, raus. Benny, weil. Ja, ich weiß. Lumi, drück mal Escape und return to last checkpoint. Ja! Du kannst jetzt nichts! Moment, jetzt schieb mal nochmal rüber. Ich glaube, es geht nicht, wenn ich euch da rüber schiebe. Ich glaube, das war einfach eben ein Bug. Das mal probieren. Ja, jetzt geht's nämlich. Scheiße. Aber du fällst da trotzdem ins Nichts. Naja, weil sie nach links gelaufen ist. Weil ich zu doof dazu war, warte mal.
Was soll das Ding hier? Mach das weg! Keine Ahnung, mach doch selber weg. Was nee, das ist? Das ist eine Kiste! Hier, kannst du behalten. Aber es muss so gehen. Warte mal, ich muss erst was hinlegen. Vielleicht musst du erst ein Ding ins auf die rechte Seite legen. Lass mich bitte nochmal probieren. Nimm doch nicht so eine blöde Kiste, sondern eine Planke. Lumi und Poly Bridge wäre echt mal was Schönes. Okay. Wo machst du die jetzt hin? Ich warte bis. Achso, bis du da rechts bist, sonst kann ich die ja nicht dahin bauen. Leg die doch einfach auf den verkackten Boden unten, damit man nicht runterrutscht. Einfach flach auf den Boden legen, damit man ein bisschen mehr Platz hat zum Laufen. Und jetzt nach rechts. Nach rechts? Nein, hoch. Nach rechts. Ja, so, jetzt einfach loslassen. Perfekt. So, Felix, jetzt versuchen wir da hinzukommen. Tada! Geschafft. Und das Ding hält sogar. Ja, eben, deswegen ja. So. Ups. Nee, Lumi, so. Wenn du reinspringst, nach zur anderen Seite rennen. Jetzt ist. Ja, genau. Jetzt springst du einfach so rüber. So, also geschafft. Perfekt. Sehr schön. Hier, Teamwork und so. Scrap Mechanic, was ist denn das? Scrap Mechanic ist was, wo man Sachen bauen kann. Das ist eigentlich. Wurde gerade von Xan vorgeschlagen. Das ist aber nichts gegeneinander, aber. Weg mit euch! Ja. Ja, wir müssen irgendwie. Lumi, kannst du unten das Ding mal. Ja, ich hab's schon gesehen. Oh, das nützt nichts, warte mal, wir drehen. Du musst den Knubbel, der daneben ist, zumachen. Nein, mach's doch zu! Da ist noch ein Zumacher. Ich kann's nicht zumachen, weil da kommt von der Seite ran. Da ist ein Zumacher direkt daneben, links daneben. Ach, das Ding. Ach, sorry, das hab ich nicht gesehen. Muss es nur drauf ploppen. Ja, perfekt. So, jetzt haben wir nur noch eine Seite. Das ist auch ein Zumacher übrigens. Lumi. Den sehe ich jetzt nicht, weil das Ding gerade hochgegangen ist. Rechts unten. Der Bär, das aber ist eh, glaube ich, schon aus. Okay. Oh, man kann in Scrap wahrscheinlich gegeneinander spielen. Es gibt doch kein Töten oder sowas. Also klar, du kannst irgendein in Format wie Pizmeet machen, wo die gegeneinander spielen, aber. Ich habe sogar lustigerweise Scrap Mechanic. Ich nicht. Nein. Aber wir können da auch Space Engineers spielen, was ich immer noch meine, das viel besser geeignet ist für Gegeneinander-Formate, weil da die Sachen kaputt gehen. Also, außer Pappe von Kartoffelkanonen. Haben wir da oben alles? Ja. Und Ben ist mit seinem Zumacher auch ein sehr wortgewandter Mensch. Willkommen, Fremde. Ihr habt alle Fallen für die Kobolde hinter euch gemacht. Danke, dass du deinen Teil da...